Rund 1000 Spinnenarten gibt es derzeit in Deutschland. Wissenschaftler stoßen dabei immer wieder auf neue, eingewanderte oder eingeschleppte Arten, die sogenannten Neozoen. Einer davon ist Peter Jäger, Arachnologe am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt, wo man jetzt zwei neue, versteckt in Deutschland auftretende Arten nachgewiesen hat. Die Holognemus pluchii, diese neue Zitterspinnenart, sieht unserer heimischen Zitterspinnenart, die auch in Gebäuden vorkommt, schon sehr, sehr ähnlich. Man muss ganz genau hinschauen, dann sieht man, dass die neue Art einen dunklen Ventralstreif hat und noch so einen gemusterten Hinterleib. Und dann sieht man schon deutliche Unterschiede. Von Lebenswandel und Jagdverhalten lässt sie sich ansonsten kaum von den bisher schon in Deutschland heimischen Zitterspinnen unterscheiden. 1995 entdeckte Peter Jäger erstmals ein Exemplar in einem Kölner Parkhaus unter einem Eurobusbahnhof. Anders sieht es bei der zweiten neuen Art aus. Die Kräuseljagdspinne, die ist tatsächlich ein neues Element in unseren Wohnungen, kann man auch sagen, denn sie schleicht nachts umher und da gibt es eigentlich nicht so viele Spinnen, die das machen und hat dabei noch eine anständige Größe. Sie kann bis zu 2 Zentimeter in der Körperlänge messen. Die an heimische Wolfsspinnen erinnernde, relativ große Spinne dürfte sensiblen Wohnungsinhabern wahrscheinlich eher ins Auge fallen als die schlanke, langbeinige Zitterspinne, die gerne mit Weberknechten verwechselt wird. Gefährlich ist keine der beiden. Nein, ich kann alle beruhigen, also sie sind sehr, ganz ungefährlich. Ich habe mich selbst von der Zoropsis mal versucht, beißen zu lassen, aber es hat nicht geklappt. Basler Kollegen haben das geschafft und sie haben den Biss als nicht nennenswert abgetan. Das heißt, es ist wirklich keine Giftwirkung oder was auch immer zu beobachten zu gewesen. Doch wie kommen die neuen Einwanderer eigentlich hierher? Naja, genau kann man es natürlich nicht sagen, wo die einzelnen Populationen jetzt herstammen, aber insgesamt kommen beide Arten aus dem Mittelmeerraum. Und vielleicht auch aus dem nördlichen Afrika, ja, bis vielleicht in die südrussischen Steppen. Auch die Ansiedlung gefährlicher Arten ist nicht gänzlich auszuschließen. Die größte Gefahr sieht Peter Jäger hier durch die sogenannte Schwarze Witwe. Da ist es so, dass immer wieder Einschlepperlebnisse hier in Europa stattfinden. Zum Beispiel Oldtimer aus den USA. Wenn die längere Zeit in der Garage stehen und die voller Schwarzer Witwen sind und dieser Kasten nicht richtig begast worden ist am Flughafen, das heißt die Schädlinge inklusive der Spinnen damit nicht abgetötet wurden, dann kann es sein, dass diese Spinnen sich hier ansiedeln würden. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Trotz gelegentlicher Einschleppungen konnten noch keinerlei stabile Populationen nachgewiesen werden. Vieles spricht daher dafür, dass die hiesigen Lebensbedingungen der Schwarzen Witwe nicht so richtig schmecken. Spinnenphobikern wird's recht sein. Rund 1000 Spinnenarten gibt es derzeit in Deutschland. Wissenschaftler stoßen dabei immer wieder auf neue, eingewanderte oder eingeschleppte Arten, die sogenannten Neozoen. Einer davon ist Peter Jäger, Arachnologe am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt, wo man jetzt zwei neue, versteckt in Deutschland auftretende Arten nachgewiesen hat. Die Holognemus pluchii, diese neue Zitterspinnenart, sieht als die schlanke, langbeinige Zitterspinne, die gerne mit Weberknechten verwechselt wird. Gefährlich ist keine der beiden. Nein, ich kann alle beruhigen, also sie sind sehr, ganz ungefährlich. Ich habe mich selbst von der Zoropsis mal versucht, beißen zu lassen, aber es hat nicht geklappt. Basler Kollegen haben das geschafft und sie haben den Biss als nicht nennenswert abgetan. Das heißt, es ist wirklich keine Giftwirkung oder was auch immer zu beobachten zu gewesen. Doch wie kommen die neuen Einwanderer eigentlich hierher? Naja, genau kann man es natürlich nicht sagen, wo die einzelnen Populationen jetzt herstammen, aber insgesamt kommen beide Arten aus dem Mittelmeerraum und vielleicht auch aus dem nördlichen Afrika, ja, bis vielleicht in die südrussischen Steppen. Auch die Ansiedlung gefährlicher Arten ist nicht gänzlich auszuschließen. Die größte Gefahr sieht Peter Jäger hier durch die sogenannte Schwarze Witwe. Da ist es so, dass immer wieder Einschlepperlebnisse hier in Europa stattfinden. Zum Beispiel unserer heimischen Zitterspinnenart, die auch in Gebäuden vorkommt, schon sehr, sehr ähnlich. Man muss ganz genau hinschauen, dann sieht man, dass die neue Art einen dunklen Ventralstreif hat und noch so einen gemusterten Hinterleib. Und dann sieht man schon deutliche Unterschiede. Von Lebenswandel und Jagdverhalten lässt sie sich ansonsten kaum von den bisher schon in Deutschland heimischen Zitterspinnen unterscheiden. 1995 entdeckte Peter Jäger erstmals ein Exemplar in einem Kölner Parkhaus unter einem Eurobusbahnhof.
Anders sieht es bei der zweiten neuen Art aus. Die Kräuseljagdspinne, die ist tatsächlich ein neues Element in unseren Wohnungen, kann man auch sagen, denn sie schleicht nachts umher. Und da gibt es eigentlich nicht so viele Spinnen, die das machen und hat dabei noch eine anständige Größe. Sie kann bis zu 2 Zentimeter in der Körperlänge messen. Die an heimische Wolfsspinnen erinnernde, relativ große Spinne dürfte sensiblen Wohnungsinhabern wahrscheinlich eher ins Auge fallen